das ist mein Rad. Das habe ich mit 16 von meinen Eltern bekommen, habe schon sehr viele Touren damit erlebt, ein paar Unfälle gebaut, Punkte für mein Abitur eingesammelt und deshalb ist es mein Rad. Das hier ist ebenfalls mein Rad, und zwar der heilige Meinrad. Meinrad wurde kurz vor 800 im Süchgau bei Rottenburg am Neckar geboren. Seine Eltern sandten ihn dann zur Ausbildung in die damals berühmte Klosterkirche auf die Insel Reichenau. Hier wurde er später Priester und Mönch. Aber Meinrad verspürte eine große Sehnsucht nach einem Leben in Einsamkeit. Er zog als Einsiedler auf den Etzel am Südufer des Zürichsees. Um das Jahr 1835 herum ging er schließlich dann in den finsteren Wald, wo er 26 Jahre lang lebte. Meinrad pflegte ein intensives Gebetsleben, war gastfreundlich und beschenkte die Armen, die ihn in seiner Einsamkeit besuchten. Vor allem macht er seinem Namen alle Ehre, er bedeutet großer Ratgeber. Am 21. Januar 1861 suchten zwei Räuber den Einsiedler auf. Meinrad bewirtete beide gastfreundlich, doch die Habgier der beiden war zu groß und sie erschlugen ihn. Der Leichnam Meinrads wurde auf die Reichenau gebracht und auch dort bestattet. Für die Weihe der zweiten Klosterkirche im Jahr 1039 kehrten seine Reliquien aber wieder nach Einsiedeln zurück. Aber was hat Meinrad mit dem heiligen Meinrad zu tun? Weil hier bei der Süchenkirche in Rottenburg beginnt der neue Meinradweg. Er führt über die Erzabtei Beuron zum Weltkulturerbe Insel Reichenau, von dort über das Benediktinerkloster Fischingen zum Kloster Einsiedeln in der Schweiz. Am 6. Mai wird Bischof Gebhard Fürst den Meinradweg offiziell eröffnen. Dabei wird er drei Benediktinermönche aus Einsiedeln den Reisesegen spenden, die dann als allererste den Meinradweg befahren werden. Dabei werden sie von Weihbischof Matthäus Karrer begleitet, und wenn ihr Lust habt, begleitet ihr die Mönche vielleicht auch. Und zwar, der erste Weg geht Richtung Hechingen. Packen wir's! Meldet euch einfach bis zum 30. April bei der Stabstelle Mediale Kommunikation unter kommunikation-event@bo.drs.de an.